was in den letzten Jahren religionspolitisch, gerade im Blick auf die Muslime in Deutschland, besonders gut funktioniert hat, und viele Debatten sind verkantet und verkeilt, aber was doch ein echtes Erfolgsmodell nach meiner Wahrnehmung ist, ist die Etablierung islamischer Theologie an staatlichen Hochschulen. Und das führt nochmal zu einer anderen Form von Diskursfähigkeit, von Sprachfähigkeit, das eröffnet, wie Sie gerade beschrieben haben, Debattenräume, und das zeigt eben, dass man mit intelligenter Religionspolitik doch was gestalten kann, ohne dass der Staat sagt, ich weiß, was der wahre Islam ist, denn das soll er nicht tun, aber sagen die, das zeigt ganz schön, warum vielleicht eben der bloße Rückzug und das Überlassen ins Private hinein des Religiösen nicht unbedingt die klügste Strategie ist, sondern das Gestalten öffentlicher Debatten durch Rahmenbedingungen ist eine ganz große Möglichkeit, eben dann doch zu versuchen, differenzierte, intelligente, historisch informierte Prägung hier in den öffentlichen Debattenräumen zu erzeugen. Und dann darum geht der Kampf. Ja, wenn wir sagen, wenn wir jetzt um das Erbe der Aufklärung in unserer Gesellschaft kämpfen, dann genau darum, also sagen, Ambiguitäten, Differenzierungen auszuhalten, also eine moderne Existenz wird immer eine zerrissene Existenz, eine zwiespältige Existenz, eine, in der eben bestimmte Zumutungen ertragen werden müssen, und sagen, alles, was dazu beiträgt, dass Menschen dann zugerüstet werden, das zu bewältigen, das ist hilfreich. Und wenn ich, und dann können wir eine lange Liste aufmachen, wer muss dazu beitragen, und dazu gehört vielleicht doch eine andere Form von Medienkultur als die, die wir im Moment haben, also auch der öffentlich-rechtliche Bildungsauftrag, den könnte man da nochmal in Frage stellen, also die tägliche Absendung von Krawallsendungen ist dann vielleicht doch suboptimal in mancherlei Hinsicht, auch wenn sie Quote bringt. Also da gibt es eine Fülle von Fragen, ich würde mich selber in der Universität in der Pflicht sehen, irgendeinen Beitrag zu leisten, und dann gibt es so wunderbare Foren wie diese, die sollen wir ja auch nicht kleinreden. Es macht eben einen Unterschied, ob wir hier heute zusammenkommen oder das nicht stattfindet.